Applaus. Guten Morgen, meine Lieben hier auf dem MS in Schulmühlen. Die Sonne steht hoch am Himmel, wir haben unsere Becherlein geleert und die Teller aufgegessen. Haben wir das, Rektus? Fettes Fass, ich hätte gerne noch einen Pilz. Moment, fettes Fass, warte mal, halt mal. Wenn das so ist, wenn das fettes Fass da ist, dann hätte ich gerne noch einen Cider. Cider. Ui, das bleibt das zwar eben, wenn es ist Wurf oder nicht Wurf. Das ist die Frage. Das ist eine gute Idee und ich bin auch dabei, diese hier Scholz umzusetzen. Wir haben heute übrigens eine kleine Uraufführung. Bruder Agnus hat zum ersten Mal in seinem Leben ein Headset auf. Applaus! Yay! Deswegen brauchst du auch ein Becher, weil du sonst nicht weißt, was du mit deinem Handy machen sollst. Das häufig jetzt deine Kamera. Ich weiß, was für ein Handy. Ich gebe immer was mit den Händen, was in den Händen zum Spiel, weil sonst endet das in einer alten Geschichte. Das, so Hände runter beim Klatschen. Meine Lieben, wir haben uns hier eingefunden bei hellem Sonnenschein am Sonntag. Wir wackeln am Tisch. Um den Märchenstrand zu frönen. Wollt ihr ein Märchen sehen? Ja! Sehr schön. Wir haben uns auch, seht an, da kommt die Maid vom fetten Fisch schon angerannt und hat einen vortrefflich Huppen dabei. Gerade gewachsen, ein hübsches Lächeln. Ja, ein Applaus ist das wert. Der Fette hätte gerne noch einen Cider. Denn manche... Das war eine erhabene Erscheinung. Manche gute Geschichte beginnt mit einem guten Ton. Kennen wir alle, nicht wahr? Nun denn, lass uns anfangen, Rick, und hast du eine Erwähnung? Wie saust du denn den Headset gehabt? Gar nicht. Deswegen habe ich jetzt auch die Keule in der Hand. Dafür habe ich meinen Oberkiefer, der fängt das alles ab. Kann das fette Fass vielleicht einen Strohhalm mitbringen? Oder einen Schnabelbecher? Nein, das wird nicht nötig sein. Schnabelbecher. Ich will einen Schnabelbecher, das geht nicht weiter. So, dementsprechend haben wir uns heute dazu entschlossen, nach reiflicher Überlegung, wir haben gemerkt, wir sind dazu dritt, die heilige Zahl 3, heilige Dreischöpflichkeit, auch in dieser Geschichte in die Tat umzusetzen. Und es geht hier beim heutigen Tage um 3 kleine Schweine. Applaus. Ich habe große Lust darauf, ja. Glaubt ihr eigentlich noch einmal ein bisschen. In diesem Sinne, beginnen wir mit einer Geschichte. Es war einst vor langer, langer Zeit, in einem großen Zauberwald. Da gab es eine Maid, die den Erzähler mit einem leckeren Cider verwöhnt hatte. Und deswegen ein Applaus für das große, fette Fass. Und beim Strohhalm für Bruder Rektus. Sehr schön. Hier bist du jetzt. Das war Absicht. Nun denn, gab es in diesem Wald einmal ein Schwein? Rektus? Nein. Applaus für das Schwein! Rektus, das ist dein Applaus. Der ist lauter als jemals gewesen. Ich bin mit dir unterwegs. Ich bin das Schwein. Jawohl. Erzähl uns was Neues. Was macht man so? Weißt du, dass ich gerade einen Schweinelolli hatte? Schweinelolli mit Stellungsstand? Ich bin vom Falschtäter. Und das klingt auch wirklich komisch, hast recht. Und in diesem Sinne, aber das Schwein hat eine Besonderheit. Es war aber nicht nur ein Schwein, ein Borstenvieh, ein garstiges mit einem Ringelschwein. Schweifchen. Schweifchen. Danke, gut. Nein, es stank fürchterlich wie 15 Misthaufen und das Meer des ewigen Gestanks. Es hat so gestunken, dass sich selbst die Engel im Himmel übergeben haben. Wir möchten es einmal demonstrieren. Rektus, gerne ans Publikum. Wir wollen sehen, wie das Publikum reagiert. Er kam näher, teilt die Masse und sie erbrachen das Brot. Bleibt ihr hier, Kinder! Sind die abgehauen, die Wiese? Sie haben die Geschichten in die katholische Kirche gehört, wissen auch, wann man läuft. Er teilt das Publikum, wie groß ist eins das Meer? Das ist besser als Facebook. Nun denn, das Schwein war einsam und allein. Das Publikum hatte beinahe Mitleid und macht ein halbes Ohr. Oh. Sehr schön. Nun, das Schwein beschloss dann eben, in die Einöde zu ziehen und sich ein Haus zu bauen. Nach Gewürfeln? Paraguay. Und hier? Ja, genau hier. Er baute sich ein Haus aus wohlriechenden Blümelein. Aus was? Wohlriechende Blümelein. Hier gibt's keine Blumen. Ist das ein holländisches Schwein? Hä? Guck mal, hier ist eine Blume drin. Hä?
Du baust dir jetzt ein Haus, verdammt! Ein Zelt! Oh! Welch eine schöne Blume, daraus baue ich mir ein Haus. Ja, und das Schwein baute sich ein Haus und es machte eine große Party, indem es alleine tanzte und sang. Wir gehen den Rhythmus vor. Okay. Es langt jetzt, die Party ist zu Ende. Mann. Und so wie das Schwein tanzte und es sang und die Rhythmen lustig durch den Zauberwald webten, da gab es auch einen großen, bösen, hungrigen, mehrmisteten, vermaledeiten Wolf. Nein, sie sind heute tot. Was macht der Wolf? Aus! Was sagt sie so? Du hast es eben gehört, der Wolf macht was? Ich hab gesagt, ich kriege jedes Mal zum Heulen. Jedes Mal! Sag mal, ist das bei den Wölfen wie bei den Hunden, wenn die kastriert? Die Kastration machen wir nach dem Marktschluss. Wir haben zwei Zahnsteine schon bereitgelegt. Oh, der war gut. Ja, in der Tat. Applaus, das ist ein Applaus. Hat man schon mal zugehört. Aber das Sammeln tut der Wolf wie ein Golden Retriever. Ja. Warte, ich gebe ihm noch was zu trinken. Geh's aus, pfui. Sitz, Platz. Ins Körbchen. Sorry, wenn ich so krass. Du bist uns in Gefahr. Rettest du in Gefahr, mach die Tür zu. Ach so. Und der Wolf begehrte Einlass, er wollte mitfeiern mit dem Schwein. Er sagte sich, wo so schöne Musik und so schöner Tanzstern, so edle Hüfte ist, da ist der Wolf als Womanizer doch der Richtige. Er klopfte an die Tür und rief. Ey, Schweinchen, lass mich rein, ich will mitfeiern. Das Schwein sagte. Scheiße Schuhe, scheiße Hose, Alter, du kommst hier nicht rein. Das ist Diskriminierung, nur weil ich schwarz bin? Hey, Tod, ja, der schwarzen Kunde hast du immer noch einen weißen Hintern. Ja, der hat aber auch keinen Arsch in der Hose. Was denn eigentlich? Da bin ich mal Bandscheiben. Ah, warum tut das denn so weh? Weil das der Herrgott ist, der von oben spricht. Was? Strafe muss sein. Ja, das nennt man. Durch das Headset von Frank Haro spricht Gott. Ja. Nun denn, das Schwein verwehrte den Wolf im Einlass und daraufhin wurde der Wolf wütend. Mach mich nicht böse. Sag mal, du bist doch der kleine Neffe von Murat. Ich kenne deine Onkel. Dich. Hat dein Onkel trainiert, ja? Hab ich. Hat er. Nein, hab ich. Ich hab schwarzen Gürtel in Tiboten. Genau, Kinderbotenturnen ist das. Ja. Können wir jetzt weiter fortführen, ohne dass das immer. Nein, ist doch Kinderboten. Ich sage jetzt sofort, drückst du ins Bauch gleich ein Einhorn ein. Ja, bei der katholischen Kirche heißt das hier. Genau. Nun denn, der Heul wurde so wütend, dass er rief: Was wirst du bereuen, du Schwein? Das muss der Weg sein, du Schwein! Da kommt immer der Österreicher in mir raus, das ist fürchterlich. Ja. Und der Wolf holt Luft. Scheiße, ich rauche, oder? Warte. Halt. Du musst dir erst noch sagen, was du machen willst. Das Schwein weiß ja noch gar nicht, was er blüht. Ich bring dein Haus zum Einsturz, du Schwein! Ich werde husten und husten, bis du am Boden liegst. Ich hab Alkohol getrunken, das riechst du gleich. Und der Wolf holte Luft und pustete und hustete, dass das Haus dem Schwein in die Ohren flog. Halt! Was? Bevor das Haus mir um die Ohren wehte mein Haar im Wind. Das können wir einrichten nach jemandes Latulenzen gerade zufällig. Sie haben einen Finger. Also gleich wird das hier eher so eine Nummer wie Hust den um! Der sich einen Wolf tanzt oder so. Ja, zum Beispiel. Und der Wolf pustet das Haus für Geschrei in die Ohren. Das Schwein flog um die eigene Achse.
Hui! Da schreit nur noch die Fresse! Ja? Irgendein Staub! Oh, was für eine! Der Wolf lacht. Ich hab Dinge gesehen, oh Gott! Der Wolf lachte, sie lachte böse und hinterlistig. Fies, geh nach Hause! Da, ab! Ins Eck, ins Eck, ins Eck! Den Hundstall, den Zwinger, Kapferbreck. Hey, die Hunde sind euch verdauert, hat meine Hausgörse ausgerufen gemacht. Das Schwein sprang auf und lief durch den Zauberwald. Zauberwald. Ihr seid doch der Zauberwald. Ich gehe in den Zauberwald. Und da fand er ein zweites Schwein, das noch viel schlimmer stand als das erste. Hallo Jonas. Wer ist es denn? Ja, jetzt haben wir auch Schwierigkeiten. Also einerseits habe ich ein... Wir nehmen das. Jonas aus dem Bauch des Schweinswals. Jonas, komm einmal her. Ja, man darf ausrasten. Zu Recht. Ja. Darf ich euch vorstellen, das ist Jonas von Dorf Infernale. Von was? Von Dorf Infernale. Ah ja, das ja, ist Jonas. Ja, hast du gestern selber angesagt. Ja, deswegen hat er auch kurze Haare. Nur sieht man es so selten bei Tageslicht. Ja. Ja. Und nun ist es Jonas. Wie sehr stinkt es wohl? Ja, das genügt. Ich bin kein Indikator dafür, das solltest du eigentlich wissen. Wag es nicht, sieh zu, dass du wegkommst! Jonas hat eine hübsche Stimme. Jonas, wie sehr stinkst du? Wie ein Schwein. Applaus! Wie ein Schwein! Und da Jonas bei Katzen ist, gibt er mir noch vorhandenes vegetarisches, veganes Essen? Nein, da gab es seinem Freund dem anderen Schwein. Nein. Nee, das ja, ist Schwein, ja, der Bettler sonst alles. Ich hab die Hände voll, du Idiot. Sonst ist der Zauberwald. Und damit gibt's den Wolf. Na, na, die isst das auf. Und somit war's, denn das zweite Schwein hatte ein Haus aus Holz. Das Publikum sagt, ui. Das darf man gar nicht glauben, weil wenn einer kein Holz vor den Hütten hat, ist das Jonas. Schlank und krank wie eine deutsche Eiche. Wir stellen das mal auf den Tisch. Ja. Finger weg. Ja. Okay. Wir haben dich im Blick, Alte. Und somit fielen sich die beiden Schweine in die Arme und Füße. Aber du lässt deine Arme unten, lass die Arme unten! Natürlich stinkt der! Dann stinkst du ja auch! So. Oh. Und sie begann dann eine große Party zu feiern und eine lustige Musik erschallte. Was eine lahme Party! Ja, ne? Sind doch nur zwei Schweine. Und in diesem Sinne bekam der Wolf in seinem Zuhause wieder mit, dass der Rhythmus dieser formidablen Party ihn aus dem Schlaf riss. Was ist das? Das Ohrwerk. Der Wolf wollte mitfeiern! Und er lief mit dem Zauberwald zu dem Holzhaus des zweiten Schweins. Und die beiden Schweine lusten wieder mal der Oma in der Tanze. Denn es ist viel schöner, zwei Schweine als alleine. Der Wolf wurde neidisch. Und er wollte ins Haus hinein, er wollte mitfeiern. Er lief zur Tür. Und klopfte an, ja. Das Steinhaus, Alter. Ja. Das zweite Schwein guckte heraus, erblickte den Wolf und sagte. Onidu. Was hat er gesagt? Das war arabisch Onidu, das heißt so viel wie du kommst schon in drei. Und der Wolf wurde wütend! Jetzt hört er sich eher an wie Erdogan! Die Schweine lachten böse. Jetzt hab ich selber Kopfschmerzen. Und der Wolf rief, das wäre nicht so.
Ich kotze euer ganzes Haus voll. Das macht das zweite Schwein schon. Das werdet ihr mir büßen! Ich sollte das lassen. Ja. Das werdet ihr bereuen! Ich will auch mal mitfeiern! Ihr diskriminiert mich! Ja, und der Wolf hustet und pustet das Haus so. Ich kenne einen Sprengmeister, kann ich ihn nicht einfach wegsprengen? Der ist schon weg. Scheiße. Oh, Entschuldigung. Dann werde ich auch wieder husten und pusten und pupsen, bis euer dreckiges Holzhäuschen, auch Bäume haben Gefühle, umfällt. Ja, das mit dem Pupsen wollen wir sehen. Nein. Der Wolf drehte sich um. Moment mal, wir mögen stinken, aber mein Haus ist sauber. Oh. Schweine sind reinliche Tiere. Ja, aber wir kennen das alle. Es gibt Leute, die stinken vor Geld und trotzdem sind sie nicht ganz sauber. Ein Schwein ist nur dann fein, wenn Panade drum ist. Wow. Der Wolf bückte sich und ließ die schlimmsten Winde und Stürme herausfahren, die man sich vorstellen könnte. Ja, so war das gewesen damals. Wir haben halt angefangen, Jonas. Jonas, du bist eine solche Lusche. Ich hab die Androhung von Gewalt lässt dich schon mal umfallen. Das ist. Bist du bald soweit? Das sagt der Richtige. Ja, ich hab ja schon geladen und entsichert. Der Wolf. Und schießt die Winde ab! Das Haus geht um die Schweine, viel in den Dreck! Ich auch? Ja, du auch. Aber mein Haar wird so schön. Moment mal, das Loch da in dem Rock war vorher noch nicht da. Jetzt geb ich rum. Jawohl. Oh. Der Wolf lachte böse. Der Hund ist umgekehrt. Du blöde Kuh. Und Wolf. Die Schweine jammerten und klagten. Der Wolf lief nach Hause. Und die Schweine standen auf meiner Frisur. Und machten sich. Was hast du? Kacke in meiner Frisur, das war kein trockener Furz. Das war ein Schurz. Kurz! Wollen wir nicht wissen. Nun, die Schweine fassten sich an die Hände, halfen sich gegenseitig hoch, klopften sich gegenseitig den Dreck von den Leisten. Was viele nicht wussten, der Wolf war übrigens laktoseintolerant. Und machten sich auf den Weg in den Zauberwald, sich ein neues Heim zu suchen. Na, hallo Zauberwand. Wir suchen ein neues Heim. Habt ihr eins gesehen? Jawohl. Nö. Und so kamen sie im finsteren Zauberwald, erreichten sie ein großes, hell erleuchtetes Haus, in dem lebte ein drittes Schwein. Die Leute riefen, oh, welche Überraschung. Und das Schwein war das größte, stärkste und das am meisten stinkigste von allen. Mein es Gott, stank. Ist das ein Keiler. Ja. Ein geiler Keiler. Hey. Es stank wie 15 Jahre Verwesung, wie ein Katzenklo, das seit 4 Jahren nicht mehr gereinigt wurde. Ja, ihr wisst, wie das riecht. Ich kann es bezeugen. Jawohl. Und die Schweine, sie begrüßten sich einander und sagten, ein Schwein ist größer und stinkender als das nächste. Wir haben uns alle lieb. Ja, das dritte Schwein kam aus dem fernen Norden, das hat es vergessen, deswegen nennen wir es einfach das Forgotten North Schwein. Nun denn, das Schwein, sie lud die beiden zu sich nach Hause, ein großes Steinhaus, was es gebaut hatte, und sie feierten eine große. Oh, da bringt jemand Salat mit zu deiner Feier. Was man findet Schweine keine Freunde mit Salat, man findet keine Freunde mit Salat. Und sie feiert eine große Party, dann schaut eine Musik jetzt alle! Ich bringe euch Feuer, ihr macht einfach keine Liebe. Ich bringe euch Feuer. Das war ein Background. Repeat. Nun, der Wolf hörte das in seinem Heim und hörte den fanatischen Lärm, als ob eine Band aus Forgotten North über dem MPS erschallt. Die Ohren standen ihm senkrecht den Himmel hoch. Der Wolf... Das ist ein Hase, ne? Das ist kein Hase. Das ist ein Hase. Nein, ist es nicht. Das ist ein Hase. Nein, ist es nicht. Das ist ein schwarzer Wolf. Miau. Und der Wolf lief zum Steinhaus und klopfte an der Tür. Wir in Reihe. Wir feiern in Reihe. Jawohl. Ja.
und begat um ein, bat um Einlass. Das dritte Schwein öffnete die Tür, Nico! Blickte dem Wolf in die Augen und rief mit einer Stimme, als ob der Urgott-Tor über den Himmelsreich erschien. Jungs, die Strimmer sind da! Warte mal, ich hab da was mitgebracht. Wir sind hier reingehört. Da können wir uns ganz überraschen. Oh, mir läuft gerade der Rotz aus der Nase. So. So, ja, fertig. Falsch? Okay. Das Schwein war entsetzt. Es wollte die, der Wolf war entsetzt. Es wollte nicht strippen, vor allem nicht bei diesen stinkenden Schweinen. Es rief, oh weh! Oh weh! Und ich werde euer Haus umpusten! Ich hab meine Pustegun mitgebracht. Sarah Connor. zu bärtig. Und der Wolf, er hustete und pustete. Nein. Willkommen im 21. Jahrhundert. Ich hab einen Hildi dabei. Der Hildi, lieber Trick! Ein bisschen Automatismus, was auch. Hallo, kein Strom. Ja, alles klar. Atomstrom wird abgeschaltet. Was willst du besser als Rotze? Nun denn, doch der Wolf hatte keinen Erfolg. Das Haus war fest im Stein, die Tür auf Stahl. Und die Stimmung war hervorragend, die Schweine lachten dreckig und herrisch. Die braucht noch nicht mal ein Mikro. Da ärgerte sich der Wolf und er ging aufs MPS nach Nurmühl. Und ging in den Backstage von Danse Infernal und holte die Schwarzpulverreste, die von dem Feuerspektakel gestern übergeblieben war. Hallo, das ist am anderen Ende vom Gelände, so weit komme ich nicht. Ja, du bist der Tote, das ist das Schnellste auf der Welt. Wir haben aufgeräumt. Na toll. Nun denn, der Wolf erreichte das Haus, legte eine Schwarzpulverschnur, also eine Schwarzpulverspur, um das Haus herum. Schweine wundert sich, wie an der Wolf, er will Blumen pflanzen. Schwarzes Koks habe ich ja noch nie gesehen. Nun, der Wolf holte seine große zentrale Sprengvorrichtung. Sehr kleiner Abstand. Ja, das wissen wir alle. Ich gehe auch mal ein bisschen beiseite. Und wir? Ihr bleibt da einfach stehen, das ist völlig egal, was bei euch passiert. Aufgepasst, bei der Arbeit immer Helm tragen. Jawohl. Das Publikum zählt bis drei. Eins, zwei, drei. Der Aufschlagsprengung! Boah! Und das Haus flog in die Luft, die Steine flogen alle um die Ohren, die Schweine fielen um. Da ist mir was aus den Rippen gefallen. Ja. Die Schweine fielen um. Doch ein Schwein hatte Glück und blieb stehen. Aua! Ich schweine viel um. Da lagen die Schweine. Sie wimmerten und klagten wie ein Buchenwald. Aua. Und der Wolf sagte, es reicht. Jetzt seid ihr fällig. Jetzt bin ich hungrig. Und ihr drei seid genau die richtigen kleinen leckeren Happen, die mir schmecken sollen. Ja. Die Schweine riefen, Oh weh! Der Wolf Moment! Näherte sich langsam. Fatty holt erst sein Fettmesser. Halt, Jonas. Und damit ihr in den Dreck. Hallöchen, schönen Tag. Gib gleich Schnitzel und das Einhorn. Fatty holt das Fettmesser. Sekunde. Was? Das Fettmesser?
Ah! Der Wolf hat ein Küchenwerkzeug dabei. Ich hab da mal was vorbereitet. Ich habe 3 Monate mit Alfred Biolek zusammengelebt. Vielmehr mit seiner Leber. Die Schweine begannen zu zittern. Das Volk ruft, oh nein! Oder? Wir haben Schweine! Die Schweine riefen... Deine Mutter! Nein, die riefen oink, 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 Rektus. Oink, oink. Der Wolf holte aus, holte tief Luft. Und der Gestank der Schweine war so unglaublich, dass die Wolf so schlecht wurde, dass er die Bühne lief, um sich zu übergeben. Und der Wolf, er muss sich übergeben, es liegt. Verschied, du bist tot. Was? Tot. Ja, weiß ich. Ja, du bist jetzt auch tot. Was? Wer kriegt der so einfach Rollen? Du hängst es nein, du hängst über einen Zaun, das sieht ja keiner. Oh Gott, ich bin das nein, so tot. Der hat damit nichts zu tun. Wir sind ja hier nicht bei The Walking Dead. Ja. Oder bei Musikantenschaden. Ja, Applaus! Die Schweine springen auf! Da hat sich jeder ein hübsches Weib. Einer macht sich hier ein Horn. Was? Nahm sich jeder ein hübsches Weib und heirateten diese. Hier gibt's keine hübschen Weiber. Da vorne liegt die Sense. Ihr seid alle viel zu jung. Du gefällst mir, los, komm her. Was hat der denn für ein Weib? Die hat ja mehr Bart als du selber. Jetzt kommt, drittes Schwein. Ah, ja. Gleich schon werden die Sense sich gern. Sehr schön. Da sieht man zwar wieder, die katholische Kirche hat den besten Geschmack für Balkone. Jawohl. Die Schweine heirateten einander, hatten sich lieb, das Volk raste aus. Und wer sich fragt, was diese Geschichte soll, ihr seid gesagt, die Moral von derselben lautet, wer stinkt wie das Jenseits, hat mehr vom Leben. Dankeschön. Jawohl. Den Wolf. Ja, und einen besonderen Applaus möchten wir hier haben für jemand anderen als für Jonas aus dem Schweinswal. Die Frau von Jonas heißt Carsten. Carsten! Einen besonderen Applaus möchten wir haben und lieber anderen als den Überraschungskassier dieser Städte von der edlen Band von Gott und Ort aus dem edlen Norden, Börian! Und wer schönes Weib heißt? Peter. Peter Pilgrim, ja, die Felsen, jawohl! Und last but not least, das erste Schwein an der Städte hier an diesem Platz. Einen besonderen Applaus für seine künstlerische, überragende, schauspielerische Leistung. Niemand anderen als Bruder Rektus! Und dein Schweinchen heißt? Sandra. Sandra! Wundervoll! Liebe Brüder, liebe Schwestern, keine mehrische Stunde ohne den Mann, der sammeln kann und unter das. Der unglaubbare Zähler, der hässliche auch Gutes! Dankeschön! Danke!